Ja, hallo Leute, heute mal wieder ein neues Video mit Hearts of Iron 4, das Strategiespiel. Wir spielen heute mit dem Dragonfighter, der mit dabei ist, den Fallout Mod. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin's mal wieder. Ein schönes altes Game mit einem alten Mod. Und zwar den Fallout Mod Hearts of Iron 4. Ja. Wie man sehen kann, Domi spielt die Desert Rangers und ich die Western Brotherhood. Die Desert Rangers sind eigentlich ziemlich weit mehr in der Mitte. Die sind hier. Ja, man kann das jetzt hier. Und die Western Brotherhood ist mehr, ein Teil ist hiervon. Da ist ein Teil und da ist ein Teil. Das heißt, er muss sich erstmal noch zusammenschließen. Ja, bei mir besteht das Ländchen aus drei Teilen. 1, 2, 3. Ja. Aber trotzdem bin ich ein sehr starker Start mit guten Einheiten, was man dann gleich sehen wird. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Spiel. Das würde ich auch sagen. So. Und Start. Ja, perfekt. Ich hatte mir noch erklärt, in so einer Art Mini-Pitboy, ja, was der Mod eigentlich alles wirklich kann. Da kann man die Region genau sehen mit Cascadia, The Big Circle, Bull Siemens und so weiter. Das also, alles zu erklären wäre ein bisschen. Für die, die es sich durchlesen wollen, einfach die Mod abonnieren und mal reingucken. Da gibt es hier noch die Update-Channel-Logs und so. Wie sieht man hier auch alles? Credits ist klar, wer alles hier dabei mit war, steht zum Beispiel hier. Naja, dann will ich erstmal hier runtergehen. Da ist mein Hauptstützpunkt. Sieht wohl so aus. Ja, also hier auf der Map kann man wieder mal sehen, hier sind meine drei Staaten. Schön aufgeteilt. Und hier haben wir den Start von Domi mit der Hauptstadt namens Ranger Citadel. Oh, sogar Concord. Die Stadt kenne ich auch noch aus irgendeinem Teil. Ja, und bei mir ist die Hauptstadt Lost Hills Bunker. Das ist die hier. Ja, hier. Da ist eine ziemlich dicke Staubwolke über deiner Hauptstadt. Ja, es kann sein. Also bei mir sieht man das so. Also, ja, über meiner Hauptstadt ist noch ein Radar. Was ich nicht mehr bauen kann, aber es ist schon da. Bei mir das gleiche. Echt? Geil. Ja, gut. So. Nationalfokus, uff, das ist wenig, was ich wir haben. Ich schicke dann erstmal den Domi schon mal eine Anfrage, dass ich auf sein Land rummarschieren kann. Oh, okay. Dann schicke ich den Anfrage, ja, dass du auf ewig Frieden haben sollst. Ja, du kannst mir noch schicken, dass du auf mein Land rummarschieren kannst. Uff. Das ist jetzt schwierig, ne? Also ich kann ja auch eine schicken. Ne, warte mal, habe ich schon. Egal. Nee, komm mal. Das später machen. Weißt du, was jetzt irgendwie schwierig ist? Was denn? Was denkst du, auf was ich mehr gehen sollte? Lieber auf normale Standard-Partikelwaffen oder mehr auf die Energiewaffen? Meinst du jetzt in der Forschung? Ja. Also Laserwaffen oder diese Plasmawaffen, ich weiß jetzt nicht genau, die sind von der Stärke her ja stärker, aber ich glaube, die sind dann wiederum in der Produktion teurer. Wo, wenn ich das jetzt so betrachte, sind bei mir die normalen Waffen haben besseren Durchbruch, aber die Laserwaffen haben besseren harten Angriff und Durchschlagsleistung. Ja. Ich fange dann mal bei mir mit der Forschung an. Erstmal hier mit der Industrie, würde ich sagen. Ja, Industrie. Hier machen wir mal die industrielle Planung. Tool Procurement. Sorry für meine Aussprache, aber naja, so ist es halt. Und Construction Basics. Und also in der Forschung noch ein bisschen was. Und ich habe noch ein bisschen Artikel dazu genommen. Das ist wichtig, damit man mehr Leute kriegt. Das ist allgemein. Oh! Ich habe auch direkt schon die nächste Waffen. Ich kann direkt Motorräder bauen. Ja, das kann jeder, glaube ich, Motorräder bauen.
Nein, direkt. Ich habe die jetzt schon längst freigeschaltet. Ach so, ja gut. Ich habe aber im Gegenteil zu dir schon Power-Rüstung, also Power-Armors. Mimi. Ja. Also ich habe echt stark in die Power-Rüstungsforschung investiert. Ja, was wähle ich denn aus in dem Fokus? Einfach mal den ersten, den es hier gibt. Die Gruppen bei mir teile ich in drei Gruppen. Hier so schön ein. So, ich baue jetzt mein paar Raffinerien. Und Militärbasen. Die sind auch sehr wichtig. Und die teile ich alle auch drei nochmal in eine Armeegruppe ein. Unter dem Feldmarschall Head Paladin Kanon. Okay, den nehme ich einfach mal. Ich habe sogar schon eine Flotte. Und du, Domi? Oh, ach, echt nix. Ich habe Motorräder. Ich habe 8 Batonen. Ich habe insgesamt 8 Ranger-Divisionen. Ne, 11. Und dabei direkt auch mal. Ich habe keinen Commander. Ich glaube aber, du bekommst dann einen später jetzt mit der Zeit durch die nationalen Fokusse und. Egal, ich vermesse mir kostenlose Commander einfach, damit die wenigstens einen haben. Ja, man kann hier außerdem noch bei diesen Entscheidungen sehen, dass man Geld hat, also Bottle Caps. Mit denen kann man sich dann verschiedene, Projekte kaufen, investieren, wie man sehen will. Zum Beispiel kann ich hier eine Powerplant mir kaufen, damit ich Strom produzieren kann. Und Strom brauche ich dann später für die Energiezellen, die ich dringend brauche für die Power Armor Einheiten. Ja, ich würde sagen, wir fangen schon an, oder musst du noch irgendwas bauen? Meine ich, dass ich schon mal ein paar Truppen zum Leveln bereit. Ich lasse das erstmal. Also ich muss erstmal ein bisschen was produzieren an Power-Rüstung und Ich bin auch bereit. Also wir können anfangen. Ich bin auch bereit. Ja, mach. Und start. Wir spielen das auch, damit es nicht so langsam ist, auf vierfache Geschwindigkeit. Ja. Ach, ich sollte immer trainieren. Ich bilde noch mal ein bisschen meine Schiffe aus. Ach, wer Ratsaufwahl allgemein nicht kennt, durch Trainieren. Oh, was? Warte mal kurz. Ich muss auch mal stoppen. Ich hab auch was. Ja, ich wähle mal die maximale Planung aus. Gut geplanter Angriff ist immer ganz gut. Aber improvisieren, also so, ich hätte auch die Auswahl gehabt, also schnelle Planung oder Planungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber das ist eher dafür, wenn ich jetzt schnell Kriege machen will, von einem Staat zum anderen. Ich habe hier jetzt eine Entscheidung, ne? Ja. Im Endeffekt kriege ich bei der einen Außenposten und Land Forts, die sind um 10%, nee, 20% staut und ich kriege eine motorisierte Einheit. Oder National Guard. Das ist meine Produktionsgeschwindigkeit, also von den Gebäuden und so. 15%, egal von was, glaube ich sogar. Und zwei Infanterie-Units. Oder ich habe Army Ranger Bataillon. Und? Da kriege ich so Nationalgeist Army Rangers, das mir garantiert Divisionstrainingszeit minus 10% und eine Special Force Unit. Ich glaube, das zweite wäre besser, da hast du mehr Einheiten. Ich weiß, das ist auch sogar die Geschwindigkeit des Baus. Ja, Baugeschwindigkeit ist auch wichtig. Ist immer wichtig. Ja, dann machen wir mal weiter. Oder gibt's noch eine Entscheidung da? Nee. Achso, warte, ich hab schon. Ja, okay. Ich hab jetzt die nächste drin, The Prison. Das Gefängnis.
Yes. Okay, und wen willst du da einfangen? Keine Ahnung, was das ist. Ghule oder so. Was weiß ich. Obwohl Ghule sind ja jetzt nicht direkt Verbrecher. Ja, wer weiß. Stopp. Uff, da steht's. Ich kann die Kriminellen akzeptieren. Ich kriege 3 Building Stop in Ranger Citadel und 2 Armshop Workshops direkt. National Geist kriege ich Accepted Criminals. Das gibt mir jetzt direkt zu Beginn -2% Stabilität und Kriegssupport -5%. Dafür kriege ich nochmal Manpower 1200. Ich glaube, das würde ich ganz gut nehmen. Also du kriegst da direkt Militärfabriken und noch Mannstärke. Und Mannstärke ist schon so 1000. Das ist schon was richtig Gutes. Da hätte ich aber noch auch sowas Petty Criminals akzeptieren. Das ist also so ein bisschen Kriminalität. Kriege ich 900 Manpower, 4 Building Slots, eine Zivilien und eine Militärfabrik. Und Stabilität ist -1% und War Support -1,5. Ich würde eher das erste nehmen. Da kriegst du schon vielleicht weniger War Support und alles, aber das kriegt man dann am Ende wieder. Ja, ja, ich dazu. Weiß. Und das dritte ist einfach nur 3 Building Slots, 2 Zivilien. Zivilfabriken. Ja, dann nimm einfach das erste. Ja, Manpower ist sehr wichtig, vor allen Dingen am Start. Vor allen Dingen, wenn man. Ja, bei mir ist die Auswahl gerade, ich kann zwischen einmal +10% Landdoktrinen Erforschungszeit und Division Speed, also Geschwindigkeit der Division erhöhen um 5%. Oder minus 0,2 Political Power und Planungsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Ich glaube aber, ich nehme das zweite, weil, ja, was soll ich damit schon mit Divisionsgeschwindigkeit? Ich nehme eher Planung, da alles schön durchplanen. Ja. Ja. Dann würden sich sagen, wir machen wieder weiter. Ah ja. Ja. Nehme ich mal an, deine Anfrage. Ja. Ich glaube, es wäre auch endlich Zeit, dass ich anfange, vielleicht mit normalen, standardmäßigen Infanteriedivisionen zu, ja, produzieren, ausbilden, wie man es nehmen will. Boah, das dauert jetzt erstmal, bis die Fabriken auf Produktion kommen, ne? Guck mal, übrigens rüber zu Caesars Legion. Warte. The Brotherhood. Ja. Alter, was ist das denn jetzt? Ich krieg Produktion, ne? Wenn ich nur die Reichen beschütze, ne? Krieg ich in meiner Hauptstadt +9 Wasser, +9 Metall, +9 Energie und +9 Stahl. Wenn ich jeden beschütze, Manpower +300 und alles wie in gerade nur halt anstatt 9,6. Und wenn ich die Schwachen beschütze, kriege ich 600 Manpower und von allen nur 3. Also ich würde sagen, dumm sich das auch anhört, aber ich würde eher die Starken beschützen, weil du kriegst Ressourcen. Und Ressourcen, habe ich schon bei meinen früheren Spielen gemerkt, sind echt wichtig. So, wenn man dann später Power Armors und Panzer und alles produzieren will. Ganz ehrlich, ich will nicht mich auf eine Seite umsteigen, weil es nützt doch nichts, wenn man nur eine Seite beschützt. Ich nehme dann lieber mehr. Ja, aber das ist doch eh nur so eine Entscheidung auf dem Blatt. Also das wird ja jetzt, die werden sich jetzt nicht denken. Aber Manpower ist am Anfang wichtig. Ja, dann mach's einfach, wie du denkst. Ja, ich mache einfach hier Protect Avion. Übrigens, ich habe die Auswahl gerade zwischen +10 Verteidigung auf Core Territory und -10% Ausbildungszeit oder Division Speed um 5% erhöht und Divisionsangriff auf Kernstaaten erhöht um 10%. Was würdest du nehmen? Was? Du hast zu schnell geredet. Also erstmal Verteidigung und Ausbildung wird verbessert oder Angriff und die Geschwindigkeit wird verbessert. Verteidigung und Angriff doch. Ist doch viel besser. Ich nehme auch die Verteidigung da.
Man weiß ja nie, was ist passiert. Und übrigens, guck mal, die Caesars Legion greift mal wieder was an. Ja, die machen die kleinen Stadt hier weg. Ja, die haben 49 und die haben 17 Divisionen. Da ist schon verständlich, wer jetzt drauf geht. Ja, und weiter in dem Fokus. Ja, weiter. Ich habe jetzt das Ziel drin, ich greife die Jakale an. Jakale. Ja. Das wird einfach, denke ich. Ich weiß. Ich baue schon eine Frontlinie. Außer es wird wie mit dem Meyer-Lux, die du letztes Mal gespielt hast. Das war ja nur ein kleines Problem. Ja, nur ein kleines Problem. Stopp. Warum? Ich habe einen Fokus, den ich entscheiden kann wieder. Also entweder ich nehme minus Produktionskosten von Power Armor und rekrutierbare Population wird verringert, oder Division Defense plus 10% und Max Entrenchment plus 0,1. Und noch ein weiteres Event kriege ich dann. Dann nimm das doch bei, wenn du Produktion drauf hast, ist nicht schön. Ja, also dieses minus 0,5 rekrutierbare Population, das ist schon mal nicht ansprechend, also nehme ich einfach das zweite. Und jo. Ich bekomme nochmal ganze 8 Divisionen dazu. Alter. Und davon sind 2 Veteranen, also richtig Elite. Okay, ich teile die einfach mal auf. Okay, starten wir weiter? Ja, mach einfach. Wo gehe ich denn hin? Ich würde direkt sagen Angriff. Dann mach das. Mach direkt San Francisco kaputt. Hahaha, ha, ha. Weil das so einfach ist. Warum? Das sind 4 Staaten. Gehst du von den Hafen aus rein und von deinem Hauptding? Stopp. Ich habe die Auswahl gerade zwischen diesen Followers auf Apokalypse, ob ich die annehme. Oder ob ich die wegschicke. Was hast du denn jetzt herausgefunden? Sind die gut oder scheiße? Die sind echt gut. Also die werden vielleicht manchmal minus dieses Kriegssupport runter machen. Aber erstens, du kriegst Forschungsgeschwindigkeit wird verbessert. Du kriegst mit einem Buff auch noch eine gratis Fabrik. Ressourcen und die Population wird damit gesteigert. Also ich hab's wirklich gut benutzt da. Ja, dann ist genau. Und du kriegst noch solche Forschungsverbesserungen für medizinischen Stuff da. Ja, dann nehmen wir mal. Ja, habe ich auch. Und weiter. Und ich habe noch einen neuen General bekommen, merke ich gerade. Ich nicht. Und übrigens San Francisco, das würde ich nicht angreifen, weil wegen denen kriege ich dann richtig gute Technologie. Ich schicke die mal hier wieder nach unten, weil ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. So. Grand Follower Spaces. Ja, dann fange ich einfach damit schon an und damit. Ich muss mir echt mal einen vernünftigen Mikrofon kaufen, glaube ich. Also du hörst dich gut an bei mir, ich weiß jetzt nicht. Ja, aber das ist ja ein Gamer-Mikrofon, also Gamer-Kopfhörer. Die sind halt nicht so gut zum Aufnehmen. Ich weiß nicht, wie man dich jetzt hört, aber ich denke gut genug. Von der Qualität her meine ich jetzt. Kann man so sehen, wie man will. Ja, ich weiß jetzt nicht, was würdest du sagen? Geht. Also ich habe ja so eins, was am Tisch platziert ist. Jetzt nicht so eins, was am Headset installiert ist. Krieg! Ja, der Domi ist wieder in sein Element. Und jetzt Attacke. Hm.
Du bist hier mal fertig mit dem ersten Krieg und erzählst schon den nächsten an. Achso, das siehst du ja. Ja. Natürlich. Jungs, Angriff? Maybe? Ja, ich will jetzt einfach jetzt mal ganz schnell die Sachen aus, die mir unten. Ja, ich nehme. Ich glaube, ich hätte direkt auch auf Luftangriff. Also hier die Gleiter. Das ist nämlich auch eine Besonderheit irgendwie. In normalen Fall hat man gar keine Flugzeuge oder so, die man fliegen kann oder mit denen spielen kann, so richtig. Ne? Ja. Außer auch Flugzeuge sind effektiv. Aber Flugzeuge sind in dem Fall hier sehr effektiv, weil die ganzen NPCs aus irgendeinem Grund benutzen sie die nicht. Ja. Und wenn und du dann noch Luftschiffe hast, dann kannst du echt meinen, du bist hier der Boss. Genau. Das Einzige, was die NPCs wirklich benutzen, sind hier die Boote. Die hier, diese kleinen Dinger und so. Sonst nix. Das ist schon irgendwie hart unfair gefühlt. Aber nicht für uns. Nope. Wir sind gerecht. Der Krieg geht nicht so voran bei dir. Irgendwie nicht, die sind gerade ein bisschen dumm. Bisschen. Ja. Doch, doch, jetzt geht's gleich voran. Habt ihr was geschickt? Was? Na, Unterstützung. Ach scheiße, das nächste Kriegsschiff. okay, das ist sehr belastend. Du müsstest jetzt 10 Power-Rüstung haben. Denke ich. Ich habe gerade was sehr belastendes entdeckt. Und ich habe einen neuen Start an mich angeschlossen. Einen Moment noch kurz. So. Ja, wir können weitermachen. Als nächstes mache ich mal hier das Secure Equipment. Die Pizza ist da. Bei Domi. Mhm. Und wieder mal was zum Erforschen. Ja, was nehme ich denn? Flugzeuge mache ich gerade schon. Fange ich mit Robotern an. Ich bin ein Roboter. Ja. Ja, jetzt läuft es. Ja, ich habe gewonnen. Achso, ich habe ja politische Political Power. Was nehme ich denn am besten? Ja, den nehme ich. Der macht ein bisschen die Baugeschwindigkeit in die Höhe. Mit wem hast du jetzt Krieg? Das ist die Washington Brotherhood. Ach, der Dummy hat es geschafft. Ist dir eigentlich langweilig oder warum machst du das so direkt?
Nee. Das war nicht so schlau direkt am Anfang, ohne dass da die irgendwas ist. Okay, direkt aufhalten. Theoretisch könnte ich jetzt hier die schon angreifen, weil wir haben die Mod Instant War drauf. Und damit kann man, wie der Name schon sagt, direkt jemanden angreifen. Was ich jetzt direkt auch machen werde. Und im Gegenteil zu dir, Domi, wird bei mir das sehr schnell ablaufen. Ja, einfach hier. Eine dahin. Eine dahin. Eine dahin. Jetzt sollte man erstmal die ganzen Fabriken hier, die ich da habe und so, erstmal auf Vordermann bringen. Und ich bin schon in der Hauptstadt gleich dann. Dann schneide ich die da ab ein bisschen von ihrem Hauptversorgungs. Ich habe keine Fabriken. Gute Frage, was mache ich? Ganz erobern oder? Mach die doch komplett zum Puppe oder nicht? Dann hast du da oben sehr viel Sicherheit und kannst trotzdem was für dich einnehmen. Ich mach's so. Cool. Zwei kostenlose Spezialeinheiten. Ja, das ist cool. Hier mache ich dann nochmal die ganzen Bonusse von den Apokalypsen-Typen. Leute sind direkt aus wie diese Ranger bei Fallout 3. Die Spezialeinheiten. So, und jetzt nehmen wir einen, Jungs. Direkt alles auf aggressiv stellen und Attacke. Ja, ich fange dann mal an mit den. Achso, dafür müssten wir in einer Fraktion sein. Egal, dann fange ich an mit Mojava Veteranen. Den nächsten Gegner, den ich plane, sind diese Apostels. Haben 7 bis 10 Divisionen, also etwa 8. Und sehen jetzt nicht so wirklich gut equipped aus, so ein bisschen so Infanterie einfach nur. Ich habe hier noch die Auswahl, bisschen was von meinen Marionetten so zu bekommen, also dass ich minus 5% Zivilfabriken, also an die Zivilisten gebe. Und dass die dann halt noch einen Effekt haben, dass die 5% mehr an die geben. Aber dadurch kriegen die dann Autonomie und sind dann wahrscheinlich irgendwann mal weg, wenn ich sowas mache. Ah ja, hier habe ich mal wieder richtig viel zum Erforschen freigeschaltet. 1. 2. Mir ist auch ein bisschen egal, dass jetzt hier die ganzen Sachen bisschen der Zeit voraus sind. Geil, das wird zum Hauptterritorium. Also das Gebiet von den anderen, die ich hier gerade einnehmen muss. Wusstest du, dass du auch deine Staaten zum Hauptterritorium machen kannst?
Also sehe ich gerade durch den Effekt. Also man kann das auch standardmäßig machen ohne das. Ja, wie ihr seht, das geht gut voran, also. Guck mal bei mir jetzt, was da gerade abgeht. Das ist jetzt gut für mich. Das sieht aus wie ein standardmäßiger Krieg. Nur ein bisschen, dass der bei dir in die Länge geht. Weil ich habe jetzt schon 2 Kriege gewonnen. In der Zeit, wo du nicht mal einen Stadt besiegt hast. Du hast Power-Rüstungen, also lass mich in Ruhe. Ja, du hast Wüstenmenschen. Obwohl, das ist jetzt kein Argument für dich. Genau. Doch, Power-Rüstungen sind einfach krank, weil du dagegen Stämme kämpfst. Ja, gegen so Sekten, keine Ahnung. Jetzt sind deine Lieblingsviecher dran, Meyerlurks. Mach. Ganz ehrlich, wenn du ein Fünfchen Ehre verspürst, mach die komplett zu der Puppet, weil, glaub mir, die Meyerlurks, die sind echt stark. Mach ich auch. Wenn du die komplett, also du darfst nichts wegnehmen, ne? Die beiden Territorien müssen behalten, weil sonst haben die verkackt. Ja, mach ich. Und dann musst du denen hier ein bisschen so was von den Trollwellen und so geben, dann haben die, glaub mir, die werden so stark werden, werden eine gute Unterstützung für den Krieg sein. Mit meiner Strategie so für die Zukunft, ja, das stimmt schon. Fange ich an. Power Armor gegen Meyerlurks. Das passiert wohl. Außerdem bin ich direkt schon vor der Hauptstadt, also denke ich nicht, dass die jetzt groß da Widerstand leisten werden. Der kriegt doch heute gerade echt lange. Ah, und wieder was zum Erforschen. Was nehme ich denn? Alter! Ich sag's, das ist effektiv, meine Truppen. Ja, hier diese Workcamps, ein bisschen mehr Ressourcen sind immer gut und ja, hier, das sieht auch ganz deftig aus. Was nehme ich denn? Ja, ich produziere mal endlich Flugzeuge. Ich hab deren Truppen komplett eingesperrt. Das ist geil. Eingekesselt, meinst du? Aber auch eingesperrt. Ja, ich mach dann weiter mal hier meinen Fokus mit den... Ja, das sieht gut aus. Die sind eh jetzt schon in meinem Bündnis. Also, habe ich übersprungen. Dann Trouble on the Homefront nehme ich. Endlich hat er es geschafft. Lass mich. Ja, Domi, würdest du sagen, das war's jetzt mit der ersten Folge so? Weil die Aufnahme dauert jetzt schon etwa 35 Minuten und ja. Ich denke, eine zweite Folge ist interessanter, als wenn wir jetzt das in die Länge ziehen. Wie so ein Stream. Uff, da hast du recht. Uff. Dann würde ich mich mal verabschieden, sagen, bis zur nächsten Folge. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge.